Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sotka 5 mit mir, dem David. Heute mal mit Nachsynchro, weil ich so intelligent war und mein Headset in den Schalter für den ersten Teil vom Video. Deswegen synchronisiere ich gerade nach. Und letzte Folge haben wir die Logistics Power Junction gebaut, die Logistics Pipes und haben die ganze Chipsets gemacht, die mir für die Erweiterung von unserem Logistics Pipes ganz von unserem Logistics Pipes System braucht. Und genau. Die goldene, die eiserne, mit der, also mit den Redstone Iron Chipsets, machen wir die ganzen Chassis, in die ganze Module reinkommen, die dann mit den ganzen Barrels interagiert, also die direkte Verbindung zu den Barrels. Und die mache ich jetzt wahrscheinlich gleich. Und ich nick, aus irgendeinem Grund. Und die Quarry, ich weiß gerade, ob ich die schon letzte Folge gesagt habe. Ich glaube, ich habe schon letzte Folge gesagt, dass ich die ausgemacht habe. Aber ich sage es lieber nochmal. Und ich müsste schon letzte Folge gesagt haben, genau. Und dann machen wir jetzt mal zuerst die Request Pipe. Mit der Request Pipe kann man dann die Sache aus dem kompletten Netzwerk, sozusagen aus dem Netzwerk rausholen. Und mit der normalen braucht man einen Wrench zum Öffner und mit der Request Logistics Pipes Mark II kann man dann eben die ohne Wrench rausholen. Wenn man irgendeine Logistics Pipes nimmt, die schon, also zum Beispiel eine Request und die einfach ins Crafting Table reinpackt, kriegt man auch wieder eine Basic Logistics Pipe zurück. Und genau, das wollte ich, habe ich da gesagt. Und dann renne ich da erstmal rum, sinnlos, wie immer. Blop. Und da draußen kommt die Logistics Power Junction gleich hin. Vor der habe ich auch die Kabel gelegt, die man vorher hat. Und jetzt stehen wir wieder sinnlos am Crafting Table rum. Und ich sehe immer sinnlos am Crafting Table rum. Und ich glaube, es fängt mal. Und ich glaube, ah, jetzt müsste gleich mal Minecraft abstürzen, soweit ihr weiß. Und genau, bis gleich. Also, und da bin ich wieder zurück, weil, ja, mein Headset war halt angeschaltet, weil ich so intelligent bin. Und, wahrscheinlich habe ich jetzt gerade nachsynchronisiert, ich weiß es nicht, habe ich jetzt schon. Und, genau, mir macht jetzt die Redstone ein, Chipsets. 4, 5, also. Dann haben wir schon mal 5 Chassis, weil die sind gerade wirklich schnell zu machen. Da wollte ich es dann auch mal wieder eine Weile durchlaufen lassen. Wie bei der Quarry, die habe ich es mal Nacht durchlaufen lassen, mein Rechner. Und Zeitkraft laufen lassen und dann passt es schon. Genau, die machen wir jetzt. Wie machen wir die jetzt am besten hin? Und mir mal die am besten. Was brauchen wir denn manchmal? Brauche dann schon meistens dieser. Also was ich als erstes mal will. Als erstes mit Ding mit Technik vollstopfen will. Machen wir mal hier so. Okay, okay. Jo. Dann bauen wir mal hier. Wo machen wir die letzte? Da. Ja, wahrscheinlich ja egal. Dann kommt das jetzt hier hin. Und ja, das kommt dann nicht so hoch, also so. Weil mir bräuchte ist ja Strom und ich habe davor den Strom da als Oberlang zu verlegen, das wollte ich ja nicht zuerst mal. Und zwar braucht die Teile ja Strom. Und deswegen setzen wir den jetzt einfach mal dahin. Da habe ich ja schon Leitung hinlegt, so. Ich platziere den so. Hier können wir nicht normale Stone nehmen. Obwohl, erstmal ist mir Hand ja genug von denen. Von dem her lassen wir das mal so und erkennen wir es dann ja ändern. Ihr seht jetzt, das erstens, das hat eine andere Farbe und zweitens, hier sieht man auch, hier steigt die Energie. Und zwar nimmt das Energie auf und wenn man eine EU reindrückt, also Industrial Kraft Stromeinheit,
Dann kriegt man 2 LP raus, 2 Lapis Power oder Logistics Power heißt das Ding. Also nicht Lapis Power, Let's Play oder weiß ja was man da sich da denken kann, sondern also Logistics Power ist das die Einheit von dem. Und wenn man ein Minecraft-Tool reindrückt, dann kriegt man 5 LP raus. Das heißt, ich benutze MJ, weil ihr mir da sowieso unendlich Versorgung habt. Genau. Und der gibt da jetzt Vollgas, ich soll vielleicht die Powerzeile ein bisschen hochstellen, damit da was geht. Damit da das Vollgas läuft. So. Oh, ich hab's sogar durchgeschafft. Letztes Mal habe ich sie durchgeschafft, wo ich durchhüpfen wollte. Und dann gehen wir da mit dem Ding da erstmal Vollstoff. Und wir sind mir sehr da, das rast da förmlich runter. Von dem her. Ui, so. Da sieht man auch, wie schnell der da jetzt hochgeht. Das da stellen noch eine Speicher von dem Ding. Genau. Und jetzt hat es da Strom. Und wenn wir dann jetzt mal hier unseren Eimer nehmt, den ich hoffentlich dabei habe, und hier das Wasser wieder rausnehmt, das wo ich irgendwann da ja mal reingepackt habe, und das dann mit, da kann man diesmal kann man aber Stone benutzen, weil die man braucht an so einem System braucht man die immer bloß an Verknüpfungen, also wenn drei Pipes aufeinandertreffen brauchen wir bloß die Basic Logistics Pipes und wo man das Strom anschließt, darum kann man, also man kann normalerweise dann auch Stein Pipes benutzen und die habt ihr jetzt natürlich oben, weil unter schon fast leer ist. Immer von oben welche. Da haben wir genug Stein. Hier machen wir da mal, nehmen wir hier dann 2 raus, das aufgeht. Dann so nicht den Omni-Ranch, sondern die hier und hat dann das Stone Transport Pipe oder die oder der oder weiß was. Die Stone Transport Pipe, Alter. Haben wir dann. Die Barrel können wir jetzt auch wegpacken. Genau. Und dann können wir das da unter zustopfen, weil da oben kommen wir ja auch gleich rüber. So gesehen. Von dem her passt es so. Muss hier eins hin, da eins hin und da eins hin. Dann sieht man, das hier ist schon rot, weil da ist kein Logistik, kein anderes Logistik Pipe, keine andere Logistics Pipe dran angeschlossen. So. Warten Wort. Und dann kommt hier die Request Pipe, wenn ich so, da machen wir mal so hin, weil hier kommt dann noch eine Kiste hin. Das muss ja auch noch mit mir andere vor Dings ja. Und hier kommt die Request hin. Man sieht, hier ist noch nichts drin, aber wenn wir hier, wenn man dann da Provider Modules in der Hand, dann kann man hier sich dann die ganze rausrequesten. Und also wie bei der normalen Request Pipe, da braucht man kein Fahrer Wrench verwenden, aber der Vorteil von der Mark II ist, man braucht kein Wrench. Also das geht auch gut so. Das machen wir mal aus, oder das lasse ich mal an, zum nachher zeige, wenn man mal was test requestet. Und dann können wir mal gucken, was braucht denn eine Request Pipe? Ne, nicht Re, Provider Module. Da. Mark 2 oder Mark... Mark 1. Wollte schon sagen, was ist denn das für ein heftiges Rezept? So genau, so geht das Rezept mit Lapis, was ich mir da verwende. Ist ja irgendwie logisch. Und dann machen wir mal so. Jetzt ist das Ganze hier ein bisschen eng. Und das muss hier hoch platzieren, weil es war vor dahinter. Und dann ist das Schild halt passt. Bla 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 bla. Und so. Geht es auf? 26, 24 geht auf, also muss 28 theoretisch hier aufgegangen. So, dann brauchen wir ein bisschen Gold. Und in letzter Folge hätte mir natürlich ja eigentlich das Gold von da oben nehmen können. Ich habe das dran gedacht, weil ich so schlau bin. Und dann, brauchen wir sowas, solche Blank Modules, sowas die Dinger. Und irgendwo müssen wir noch Wooden Chips haben. Hier
Daraus kann man ja Papier machen, wie man so weiß. Gucke, 5 reicht, 18, 21. Dann brauchen wir dazu noch Redstone dazu. Possen dazu. Ich muss echt mal gucken, wie mir mehr Redstone hinkriegt, weil das wird schon langsam wenig. Und dann machen wir noch mal so, holen uns dann noch Nuggets raus und haut es dahin und guck mal, wie viel man rauskriegt. 3 Stück anschafft bloß so wenig. Da ist mir in dem Fall wohl das Ding ausgegangen. Los, Papier raus und so. Aber von denen brauchen wir sowieso noch ganz viele. Von dem her, müssen wir da mal gucken, dass mir daraus mehr kriegt. Weil drum mal mir mal schnell, nehmen wir mir jetzt einfach mal schnell das Deck holen und hau das mal schnell durch und so. Standardprozedere halt. Voll. Fackel raus. Nein, Fackel. Fackel. Na, wie es aussieht, ist das da unter wohl schon voll. Die Dingsbums-Station. Und ich bin ein Stock zu weit gelaufen. Ich weiß zwar nicht warum, aber das ist so. Und ich sehe gerade so auf der Uhr, gerade so beim Runterschieler, dass die Folge ja schon wieder rum ist. Und das ist erstens schlecht. Und zweitens, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Soldier 5 mit mir, dem David. Tschüss.